Hallo Mädels, ich möchte mit euch heute einmal über das Thema ATCs sprechen, sowohl die Karten als auch die Coins. Viele von euch haben das vielleicht schon gehört, zumindest den Begriff, haben die Kärtchen vielleicht auch schon gesehen, wissen aber vielleicht nicht genau, was damit zu machen ist und wie das alles funktioniert. Und das möchte ich euch jetzt einmal erklären. Es geht also um diese kleinen Kärtchen hier. Das sind ATCs, das bedeutet Artist Trading Cards. Auf Deutsch würde man sagen Künstler-Tauschkarten. Die werden von Bastlern gemacht, von Künstlern und untereinander getauscht. Es ist also nichts anderes als selbstgemachte Sammelkarten. Die bestimmte Vorgaben haben. Und zwar müssen die genau 6,4 mal 8,9 cm groß sein, um schlussendlich dann in diese Sammelhüllen, die ihr jetzt hier seht, zu passen. Denn darin werden die traditionell aufgehoben. Man kann die machen aus Cardstock, aus Motivpapier, aus allem eigentlich. Bei den ATCs gibt es eigentlich keine Vorgaben vom Material. Das Einzige, was ihr eben nicht machen dürft, ist, diese Karten zu hoch zu gestalten, oder zu breit. Das bedeutet, die Karten sollten eigentlich immer in diese Hüllen passen. Auch wenn jemand die darin vielleicht nicht aufbewahrt, aber vielleicht fällt es ihm irgendwann mal ein, okay, ist vielleicht ein besseres Aufbewahrungssystem. Und wenn er die dann in diese Hüllen reinmachen möchte, ist das schwierig, wenn die entweder sehr breit gemacht sind oder eben viel zu hoch, ne? Also viel zu arg in die Höhe. Wenn die zu dick sind, passen die in diese Hüllen auch nicht rein. Mit Klebepads, so 3D-Klebepads zu arbeiten, geht wunderbar. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Das funktioniert noch. Aber alles, was dann schon drüber hinausgeht, wird sehr schwierig werden für die Hüllen. Das muss man eben beim Erstellen immer bedenken. Ansonsten sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, ihr seht hier mal ein Beispiel. Es gibt bei den ATCs Unterschiede in drei Kategorien. Die erste Kategorie wären Einzelkarten. Das ist sowas wie diese hier zum Beispiel. Das ist nur eine einzige Karte in einem Design quasi, die ich gemacht habe. Und die hat auch nur ein eigenes Thema. Also die hat nur dann das eigene Thema. Dann gibt es noch nummerierte Reihen. Und das sind jetzt Reihen, die sich in dem Sinne unterscheiden, dass das hier zum Beispiel sind nummerierte Reihen, aber in verschiedenen Designs. Ne? Dann gibt es aber noch nummerierte Reihen, die alle im selben Design sind. Im Endeffekt sind es dann alles dieselben Karten, also quasi sechsmal diese Karte hier. Ja? Das wäre jetzt eine andere Art von nummerierte Reihe. Man mischt aber eigentlich nicht durch. Ne? Also nicht, dass man jetzt drei identische macht und dann drei durcheinander. Das macht man in der Regel nicht, sondern man entscheidet sich dann schon immer für ein System. Entweder macht man alle verschieden oder man macht alle ganz identisch gleich oder man macht gleich nur einzelne Karten. Ne? Aber gemischt untereinander wird eigentlich eher nicht, wobei es da auch, also wenn man sich mit jemandem abspricht, mit dem man vielleicht tauschen möchte, dann ist da eigentlich auch alles offen. Ja, also das soll einfach Spaß machen, das zu tauschen. Das ist der Sinn dieser ganzen Sache, sich da auch kreativ auszulassen. Ich kann euch auch echt den Tipp geben, verbraucht einfach eure Reste. Lasst euch von euren Resten inspirieren. Das mache ich bei meinen Karten auch ganz oft. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel dieses Motivpapier mit den Kakteen noch übrig von einem Goodiebag, das ich gemacht habe. Und das war genau diese Größe, die ich jetzt gebraucht habe, also die Breite für diese Karten. Und habe mir gedacht, okay, dann machst du da einfach eine kleine Serie. Und habe mir dann noch so digitale Stempel aus dem Internet runtergeladen und ausgedruckt.
und die dann ausgeschnitten und einfach draufgeklebt. Das war schon das ganze Spiel im Endeffekt. Hab noch ein bisschen mit Nuvo-Drops hier ein bisschen Steinchen simuliert und das war's schon, ja. Dasselbe war hier bei den Schmetterlingen auch der Fall. Ja, ich hatte eben Motivpapier und noch ein Doily, das eingerissen war, übrig. Und habe das dann halt zu einer ATC gemacht. Ne? Genau. Hinten drauf wird, also das habe ich jetzt noch nicht gemacht, die sind hinten drauf noch ganz weiß. Allerdings schreibt man hinten auf die Karten den Namen der Serie, die man gemacht hat, oder wie man die Karte halt, zu was für ein Thema man die Karte gestaltet hat, das schreibt man normalerweise hinten drauf. Genauso wie eure Namen, also den Künstlernamen oder halt eure normalen Namen. Wir sind ja alle keine Profikünstler, sondern wir sind ja Hobbybastler. Also braucht man solche Sachen auch nicht ganz so genau nehmen. Ja. Dann schreibt man noch das Datum hinten drauf. Und im Falle, dass man jetzt eine Reihe macht, nummeriert man die im Normalfall durch. Also hier wäre das jetzt, das sind 6 Karten insgesamt. Also würde ich jetzt hinten drauf schreiben, 1 von 6, 2 von 6, 3 von 6. Ne? Also so würde man das dann im Endeffekt hinten drauf schreiben. Damit man halt einfach weiß, dass es eine Reihe ist und in welcher Reihenfolge man die quasi in die Hüllen steckt. So ist es eigentlich gedacht. Dann gibt es noch die Kategorie Coins. Da gibt es eigentlich echt nicht viel dazu zu sagen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, diese Coins sind eigentlich 2,5 Inch groß. Das wären 6,3 Zentimeter im Durchmesser. Und ansonsten gilt hier im Endeffekt das allerselbe wie für die Karten. Nach Lust und Laune einfach gestalten und dann hinten eure Daten draufschreiben und dann ist der Käse auch schon gegessen. Das war es dann eigentlich auch schon. Deswegen, weil die eigentlich so einfach sind, sind die auch bei vielen Bastlern sehr beliebt. Die sind ja auch super zum Tauschen, weil man da einfach 3 so kleine Kärtchen mal schnell getauscht hat. Genauso schnell sind die auch entstanden, ne? Also, wenn man da wirklich mal seine Restekiste zur Hand nimmt, da hat man locker mal einen ganzen Abend gut an was an ATC zusammengestellt, weil die wirklich sehr schnell gemacht sind. Man kann jetzt hier an Materialien auch noch Stempelabdrücke kolorieren und drauf machen. Man kann drauf stempeln direkt. Man kann sogar diese Karten aus Aquarellpapier ausschneiden und dann einfach mit Aquarellfarben drauf malen. Man kann einfach wirklich jeden Papierschnipsel draufkleben. Also das ist wirklich, das sind der Fantasie sowas von gar keine Grenzen gesetzt. Und das ist ja das Schöne an diesen Dingern, dass man einfach alles machen kann und ja, diese dann eben tauschen kann. Und das Schöne ist eben, wenn man die tauscht, dann kann man sich ja aussuchen, welche man tauschen möchte. Das bedeutet, man kann sich immer die aussuchen, die einem auch tatsächlich gefallen. Und das ist echt das Schöne an diesen Sachen. Ja, und das Sammeln natürlich, weil wir sammeln doch alle gerne, sind wir doch mal ehrlich. Mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen zu den ATCs. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ein paar gute Informationen dabei, die ihr vielleicht vorher noch nicht gewusst habt. Und vielleicht verfallt ihr ja jetzt auch dem ATC-Fieber. Und ja, ich wünsche euch jedenfalls sehr viel Spaß beim Basteln und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.